So, herzlich willkommen. Ja, Mikro war schon an, da habt ihr schon mal mitbekommen, was bei uns hintengrund rumläuft. Genau, also Aufzeichnung für das Trader-Kickoff, was gleich hier danach kommt, wird auch gemacht. Aber herzlich willkommen erstmal zum Market Roundup, direkt nach Ostern. Hallo Dustin, heute remote von ganz Hallo woanders zusammen, her. hallo. Von ganz woanders her. Ich hoffe, der Ton passt für alle. Für uns auch ein kleines Experiment, aber scheint gut zu funktionieren. Du siehst gut aus, ich höre dich gut. Ich Du hoffe, das auch, geht auch danke. im Raum perfekt. Ja, herzlich willkommen in der neuen Woche. Herzlich willkommen zu einem etwas aktualisierten Programm bei uns auch hier im Live-Trading-Raum. Ihr habt ja dazu auch eine kleine E-Mail bekommen. Wir werden also jetzt immer um 11 Uhr jeden Tag, also jeden Tag stimmt nicht ganz, aber am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag eben diesen Trader-Kickoff machen zu verschiedenen Themen, um nochmal ganz paar Grundlagen auch zu setzen und natürlich, wo ihr auch alle eure Fragen loswerden könnt. Nach dem Live-Trading immer 11 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Jetzt aber Market Roundup. Das denn? Wie geht's Christoph, dir? Bist hi. du bereit? Wollen wir loslegen? Alles wunderbar. Lass uns gerne starten. Wir haben ziemlich viel vor, quasi im Market Roundup trotz zwei kurzen Wochen. In der letzten Woche, ja, stand der Fokus. Wir haben es im letzten Market Roundup schon mal angesprochen, im Thema Öl. Öl war so das große Thema. Jobs. Es gab neue Jobzahlen, Jobmarktdaten und die Wirtschaft. All das steht so im aktuellen, ja, Dunstkreis. Wir haben ein Thema zum Shortseller und Erwartungen an den Märkten. Und wir werden uns ja einmal in Kürze diesem Thema Streaming, Fernsehen, Kabel und der Kombination widmen und da insbesondere uns ja das Spin-off von AT&T angucken. Dazu aber gleich mehr. Wie immer starten wir mit einem Blick auf den Wochenchart und ja, der Chart der Woche zeigt uns eigentlich, dass wir so weiterhin auf hohen Niveaus fast stagnieren, kann man sagen. In der letzten Woche war nicht so wirklich viel los und wir sehen insbesondere oben rechts in der Ecke, dass wir ja nach diesem Dip, den wir zwischendurch mal hatten, jetzt wieder auf diesen Höchstständen ansetzen und ja, uns die Frage stellen müssen, kommen wir denn darüber oder kommen wir nicht darüber? Und wenn wir auf den Wochenchart blicken, dann sehen wir auch, dass sich in der Woche nicht so wirklich viel dazu ergeben hat. Das heißt, wir haben am Montag bzw. Dienstag dann diese festgelegten Zahlen zu den Ölpreisen, die steigen, das fand ja man an der Börse letztendlich nicht ganz so gut. Man muss aber auch sagen, so richtig schlimm aufgenommen hat man es nicht, weil man doch ja sich eher in einem gerade rezessiven Zyklus befindet und die Ölpreise doch sehr gesunken sind im Verlauf ja der letzten Monate. Das merkt man an den Tankstellen noch nicht so ganz. Also alle, die noch tanken gehen, die denken sich, ja, die Ölpreise sind immer noch hoch. Wenn man aber richtig auf den Ölpreis guckt, kann man sagen, ist man eigentlich schon wieder auf diesen von diesen Höchstständen entfernt, die es zuletzt gab. Und ja, da steuert man gerade wieder entgegen aus den OPEC-Staaten und kurbelt also den Ölpreis wieder an, indem man die Produktion drosselt. Das war so ein bisschen das, was sich in der Woche wiedergespiegelt hat. Zum Ende der Woche hat sich das Ganze aber dann wieder ausbalanciert. Es war Osterzeit und das heißt, viel los an den Märkten war nicht. Viele Leute sind dann immer um die Osterzeit im Urlaub. Wir haben relativ wenig Volumen und somit auch relativ wenig Bewegungen im Markt. Es sei denn, wir haben halt genau in dieser Zeit überschwängliche Ereignisse. Wenn wir mal auf die Märkte in den USA blicken, dann sehen wir da auch wenig Bewegung. Wir hatten wenig Bewegung im generellen Gesamtmarkt. Wir hatten, wie gesagt, am Start der Woche ziemlich viel Bewegung, aber sowohl im Dow Jones als auch im Nasdaq, also im S&P 500, sieht man diesen kleinen Bupsel oben rechts in der Ecke, der wirklich nicht viel zum Gesamtbild beiträgt. Und wenn wir da auch auf die Wochencharts einmal blicken, dann sehen wir auch hier die meiste Bewegung am Montag, insbesondere halt dort, weil wir diese Bewegung aus den Ölpreisen heraus hatten. Wir hatten relativ viel Bewegung in den Anleihenmärkten, muss man sagen. Die sind mal wieder weiter gefallen und das sieht man auch so ein bisschen zum Ende der Woche. Da gab es Jobzahlen, die einen ja so leicht abflachenden Jobmarkt gezeigt haben. Nichtsdestotrotz einen relativ stabilen Jobmarkt noch. Das heißt, wir haben ja wieder niedrige Arbeitslosenquoten, die sind sogar gesunken von 3,6 auf 3,5%. Und in Summe kann man eigentlich sagen, dass der Markt hier schon wirklich erwartet, dass in der Zukunft die Zinsen wieder sinken. Und das ist, wie gesagt, auch genau das, was wir in den Anleihenmärkten am Ende gesehen haben. Wenn wir mal nach Asien blicken, dann sehen wir auch dort, dass ja nicht so richtig viel los war. Wir hatten hier wieder so einen kleinen Aufschwung, nachdem wir dann ja so eine Schulterkopf-Schulter-Formation, kann man fast sagen, hatten, zumindest im Hang Seng. Und der
Nasdaq bricht hier, nicht der Nasdaq, der Nikkei bricht hier auch nicht so richtig aus seiner Range aus. Und auch hier, wenn wir auf die Wochencharts blicken, merken wir, dass auch hier tatsächlich natürlich das Ölthema so mit das Thema der Woche war, weil ja auch insbesondere die sehr produzierenden Bereiche, die produzierenden Fabriken in den einzelnen Ländern in Asien natürlich sehr unter steigenden Energie- und steigenden Ölpreisen zu leiden oder zu kämpfen haben. In Summe aber auch eigentlich ein ganz positives Momentum. Man ist da relativ positiv dann doch rausgegangen nach diesem ersten Schock, weil man ja doch an dieses weitere Wirtschaftswachstum in Zukunft wieder glaubt. So viel zu den Charts. Blicken wir nochmal in die News der Woche. Da hat es angefangen, ja, mit den ein oder anderen negativeren Ereignisse zu Beginn jetzt quasi den neuen Quartalszahlen. Wenn wir uns das angucken, hatten wir Total Energies, die natürlich profitiert haben von steigenden Ölpreisen. Das kann man sich gut vorstellen. Das heißt, die größten Ölkonzerne fanden alle wieder ganz gut, dass eine Drosselung beschlossen wurde, dass man wieder weitere Gewinne abschöpfen kann. Da freuen sich alle großen Ölkonzerne. Wie gesagt, Total Energy ist hier einer, der sich gefreut hat. Dann hatten wir noch C3 AI. Wir hatten da das Thema, dass wieder ein Shortseller sich dieser ja, Softwarebude, kann man sagen, gewidmet hat. Also hier geht es ja auch ganz viel, wie schon im Namen steckt, um künstliche Intelligenzen, um AI und sehr viel darum, dass ja, man diese künstliche Intelligenz eigentlich weiterbringen kann. Und der Kurs schwankt da schon die letzten Jahre sehr, sehr stark. Jetzt gibt es, wie gesagt, den Shortseller-Angriff. Das heißt, dort sagt man, hier gibt es Unstimmigkeiten in der Bilanz, in der Buchführung, in der Offenlegung. Und daraufhin hat die Aktie um 40% verloren. Dann hatten wir noch Nordex. Wer sich da mal interessiert, haben wir auch mal in einer Investmentwerkstatt mit als Titel besprochen. Einer der größten Windturbinenhersteller und man sieht sie eigentlich überall, wenn man so durch Deutschland oder auch Europa fährt. Aber wie da schon ein bisschen zu erwarten war und doch dann noch schlechter, als man es erwartet hat, sind die Auftragseingänge zurückgegangen. Das heißt, man schafft es nicht so gut zu produzieren. Man braucht insbesondere bei diesen Windrädern wirklich große Skalierungsmöglichkeiten, um diese hohen Kosten von diesen Windrädern irgendwie abzusetzen. Das meiste macht man da über Serviceverträge. All das ist aber zurückgegangen. Und damit, ja, das Unternehmen den Verlust von 500 Millionen gemacht und die Aktie hat um 13% verloren. Und auch unserem großen, liebsten Autohersteller Tesla ging es nicht viel, viel besser. Das heißt, dort haben wir deutlich mehr Autos, wie gesagt, abgesetzt als zuvor. Man lag aber wieder unter den Erwartungen. Das heißt, da hat die Aktie wieder verloren. Man hat wieder Preise gesenkt. Das heißt, man möchte hier eigentlich irgendwie es auch schaffen, den Erwartungen gerecht zu werden und ja, in Zukunft immerhin mehr Autos zu verkaufen. So viel zu den News der Woche. Wir werfen noch einen Blick auf unser Market Roundup Mitgliederdepot, also diese ganzen Aktientitel, die wir zusammen alle einkaufen, wenn wir uns denn dafür doch entscheiden sollten. Wir haben da ja vor kurzem MGM Resorts dazugekauft. Die entwickeln sich auch ganz positiv. Linde, ja, man muss sagen, so die Steckenpferde, die die Probleme verursachen, sind die gleichen. Wir haben Vonovia, die nach ja, dem letzten Dip ja nochmal abgesackt sind und jetzt mittlerweile ja schon 30% im Minus legen, die würden jetzt davon profitieren, wenn man zukünftig, wie der Markt es gerade antizipiert, mal wieder die Zinsen senken würde. Das steht allerdings noch nicht aus. BioNTech, die sich so ein bisschen erholt haben, teilweise in der Woche, da gab es wieder relativ positive Studien, aber ja, am positivsten liefen tatsächlich in Summe wieder unsere aktuell schon gut laufenden Titel wie ProSieben, Sat1, Shell, wie gesagt, die sich gefreut haben. Und auch im Bergbau ist man ganz positiv dabei. In Summe, ja, sind wir hier gerade, ich glaube, minus 0,2% in Summe im Minus. Mal gucken, ob heute was dazukommt. Wir werden uns jetzt dem nächsten Thema nämlich widmen. Christoph hat gerade eben gesagt, ja, das wird ein spannendes Thema. Und ja, wir gucken uns heute einmal Warner Bros. Discovery an. Und der eine oder andere wird sich fragen, Warner Bros., irgendwie kenne ich es und irgendwo kommt es doch her, das ist richtig. Man kennt es irgendwie, das Ganze gibt es doch irgendwie schon lange, zumindest dieses Logo, diese Marke. Man gibt es aber in ganz vielen verschiedenen Bereichen und das macht Warner Bros. So ein bisschen aus. Das heißt, es gibt die Produktionsfirmen, es gibt auch Warner Bros. Music mittlerweile. Also man hat sich immer mal wieder aufgespaltet, immer mal wieder zusammengefunden und ja, so richtig ist es gar nicht so einfach herauszufinden, was genau Warner Bros. Discovery jetzt ist. Und der ein oder andere wird aber ja, Warner Bros. Discovery im Depot haben, auch wenn es ihm gar nicht so oder wenn er es gar nicht so genau wollte. Und das liegt daran, dass man, wenn man die Aktien von AT&T in den letzten Jahren hatten,
Das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber wenn man die bekommen hat, dann gab es quasi dort ein Spin-off. Das heißt, Warner Bros. Gehörte eine lange Zeit in Form von Warner Media zu AT&T. Dort hat man sich aber nicht so richtig mit dem Ganzen zurechtgefunden. Das hat nicht richtig diesen Profitabilitätsschub gebracht, den man sich erhofft hat. Das heißt, man hat am Anfang Warner Media gekauft, dann hat man es versucht zu inkludieren, das hat nicht geklappt. Das heißt, jetzt hat man es wieder abgegeben und daraus ist dann in Kombination mit Discovery, Warner Bros. Discovery entstanden. Und bevor wir uns gleich nochmal die Verhältnisse dazu angucken, wenn wir mal eine Folie weitergehen, dann sehen wir nämlich, was alles zu Warner Bros. Discovery gehört. Und da sieht man, dass ganz viele bekannte Sender, ganz viele bekannte Marken, aber eigentlich so zu diesem großen Konglomerat gehören. Und da kann man einerseits sagen, ein großer Baustein ist wirklich das klassische Kabelfernsehen, TLC, D-Max, Eurosport, also viele Sender, die uns auch bekannt sind, aber sehr viele amerikanische Sender natürlich auch, wie CNN, wie HBO, und viele, viele von diesen Bereichen gehören wirklich zu Warner Bros. Discovery und man hat halt diesen Streaming-Bereich, der jetzt insbesondere aus HBO Max besteht, widmen wir uns gleich auch nochmal, der halt das große Zugpferd sein kann. Zusätzlich gibt es dann noch diese DC-Marken, Warner Bros. Studio-Marken, das heißt diese Marken, die wirklich Content liefern, auch für Filme. Das ist so ein bisschen das Gestirn, das Warner Bros. Discovery gerade ausmacht. Wenn wir noch einmal weitergehen, dann sehen wir nämlich, wie kam es jetzt wirklich dazu, dass man eventuell Warner Bros. Discovery-Aktien bekommen hat oder wie ist das Ganze entstanden? Ursprünglich gab es, wie gesagt, diese Akquisition von AT&T. Da hat man gesagt, okay, wir entledigen uns dem Ganzen. Dann gab es lange hin und her und dann gab es irgendwann ja die Nachricht, okay, es wird das folgende Konstrukt quasi entstehen. Das heißt, wir haben AT&T gehabt, die haben Warner Media nach außen weggegeben. Dann haben wir Discovery gehabt, die haben quasi auch ihre Shares abgegeben und beide Unternehmen zusammen haben ein neues Unternehmen gegründet, das dann Warner Bros. Discovery heißt. Dieses Unternehmen gehört eigentlich zu 71% den AT&T-Shareholdern, den ursprünglichen, und zu 29% den Discovery-Shareholdern, den ursprünglichen. Was hat man dafür bekommen? Man hat, wie gesagt, von AT&T-Seite dafür ganzen Haufen an Cash bekommen, nämlich 43 Milliarden. Und diesen Cash kann man am Ende nutzen, um auch von AT&T diese extrem große Schuldenlast irgendwie zu befreien. Denn das ist auch so ein bisschen das große Problem von AT&T, was aber sich ja durch diesen Deal auch auf Warner Bros. Discovery so ein bisschen übertragen lässt. Denn wir haben eine ziemlich große Schuldenlast, die man jetzt in der Zeit irgendwie ja, in den Griff bekommen muss. Und ihr könnt euch vorstellen, im Umfeld von steigenden Zinsen ist es gar nicht so einfach, diese riesige Schuldenlast irgendwie in den Griff zu bekommen. Und wenn wir gleich mal auf die Zahlen gucken, dann werden wir das auch sehen. Bevor wir das aber machen, wollen wir das Ganze uns nochmal im Vergleich angucken, auf der nächsten Folie mit, ja, Warner Bros. Zum Thema Paramount Global, denn ja, wie wir gerade eben gesehen haben, besteht Warner Bros. Halt nicht nur aus Streaming-Services und, sondern auch aus klassischen Sendern, die wirklich Fernsehen machen, also Themen, die aus dem Discovery Channel kommen. Und da kann man sagen, dass das oftmals so gesehen wird, dass das so ungeskriptetes Fernsehen ist. Das ist natürlich nicht ganz richtig, aber es ist nicht so fortgeschrieben wie eine Gesamtgeschichte. Und dieses Fernsehen, insbesondere diese Baushows, diese Wildnisshows, diese ganz sehr amerikanischen Sender. Und ähnlich läuft das Ganze halt auch bei Paramount ab. Das heißt, Paramount ist auch so ein Zusammenschluss aus dem Paramount Plus Streaming-Dienst, den es ähnlich gibt bei HBO Max, und halt Paramount ursprünglich als klassisches Fernsehgeschäft mit Nickelodeon und auch klassischen großen amerikanischen Sendern. Man muss in Summe sagen, dass Paramount eigentlich ja so einen ähnlichen Werdegang hatte wie Warner Bros. Das ist aus Viacom am Ende entstanden und auch so eine Art Konglomerat, bei dem man nicht so ganz genau weiß, wie justiert sich das Ganze und das sieht man auch so ein bisschen in den Aktienkursen. Das heißt, beide sind über die Jahre stark gefallen seit dem IPO, also minus 60% bei Warner Bros., minus 45% bei Paramount Global. Was man aber auch halt sieht, ist, dass man in diesem Jahr ziemlich gut gelaufen ist und dass man bei beiden eigentlich so ein relativ positives Momentum in diesem Jahr gesehen hat. Und das werden wir uns gleich nochmal im Snapshot etwas genauer angucken. Wenn wir nochmal auf die nächste Folie gehen, sieht man das Ganze ein bisschen genauer im Vergleich zu Netflix, Disney Plus und wie da die Abonnentenzahlen wachsen. Denn man hat ja bei Netflix jetzt in letzter Zeit immer wieder mitbekommen,
dass wir auch fallende Abonnentenzahlen haben. Das heißt, das sind ja nicht die ganz aktuellen Zahlen, aber man sieht halt, dass man so ein bisschen bei diesen 220 Millionen Subscribern stagniert. Darunter halt Disney Plus, die so der nächste Konkurrent sind, zusammen mit Hulu. Wenn man das so kombiniert, ist man so bei 170 Millionen. Unten drunter sieht man aber auch, dass HBO Max halt auch auf einem Weg ist, dass man das Ganze so ein bisschen zusammenführt. Und auch hier gab es jetzt durch den Zusammenschluss, kann man so sagen, sind es ungefähr 100 Millionen Subscriber, die man hat. Das heißt, man spielt zumindest in einer ähnlichen Liga wie die beiden Großen. Und das sieht man insbesondere auch, wenn man sich anguckt, wie viel Geld wird denn ausgegeben für Content. Während man bei Netflix da aktuell ein bisschen spart, eher andere Sparten aufnimmt. Das heißt, da will man jetzt so ungefähr 17 Milliarden im nächsten Jahr ausgeben. Bei Disney Plus macht man den anderen Weg, da will man noch mehr ausgeben. Ihr wisst aber auch, dass der Konzern auch aktuell so seine Probleme hat. So richtig ist man aus dem Corona-Tief nicht rausgekommen, auch wenn Disney Plus das natürlich so ein bisschen abgefedert hat. Aber dort will man jetzt so 30 Milliarden für Content ausgeben und bei HBO Max ist man so bei 20 Milliarden. Also in diesem Gesamtkonstrukt muss man sagen, Warner Bros. Will man ungefähr so 20 Milliarden ausgeben. Damit spart man ein bisschen ein im Vergleich zum Jahr zuvor. 2022 hat man so 22 Milliarden eingegeben. Man ist aber auf dem gleichen Niveau eigentlich wie die großen Konkurrenten in Sachen Ausgaben. Und damit kann man schon so die ersten Vergleiche ziehen, auch wenn man immer wieder bedenken muss, dass halt dieses Kabelfernsehen mit dahinter steckt. Wenn wir uns den Snapshot angucken, dann sehen wir das auch und uns den einmal aufklappen, dann sehen wir halt auch, dass ja, das ein bisschen schwierig ist, die Zahlen von der Warner Bros. So ein bisschen anzugucken. Ich habe oben mal den Aktienkurs von AT&T mit reingebracht, weil ja, die Aktie ja doch irgendwie lange Zeit so ein bisschen da mit drin gelaufen ist. Das Ganze ist natürlich um diesen IPO adjustiert gewesen, aber wenn wir uns unten halt diesen Kurs von Warner Bros. Discovery angucken, dann sehen wir halt einen sehr fallenden Trend, aber seit diesem Jahr halt ungefähr 60%, die wir im Plus sind. Und damit sieht man halt auch, dass man doch irgendwie so mit den Fantasien spielt, dass man vielleicht über HBO Max und irgendwann in so eine Phase kommt, in die man potenziell zu so Konkurrenten wie Netflix, Disney und den ja, anderen großen Streaming-Anbietern aufschließen kann. Das große Problem, und deswegen darf man sich die gerechten Zahlen halt noch nicht so richtig angucken, im Snapshot, ist, dass man halt im letzten Jahr eigentlich nur so, ja, zusammengewurschtelte Zahlen hat aus den beiden Unternehmen und die so ein bisschen schwierig zu vergleichen sind, weil man doch ja, große Umstrukturierungsmaßnahmen hat. Das heißt, man gibt einfach sehr viel Geld dafür aus, dass man keine Doppelkosten hat, dass man ja, sich Teilen von den einzelnen Unternehmen irgendwie entledigt, dass man das Ganze irgendwie strukturierter aufbaut. Und ja, man braucht einfach auch viel Geld dafür, diese ganzen ja, Wegsamkeiten irgendwie abzubauen. Also man hat fast 3 Milliarden ausgegeben, allein für Kosten, die mit dieser Unternehmensfusion zusammenhängen. Und da muss man halt schon sagen, dass das so ein bisschen auch über dem lag, was man sich erwartet hat. Man sieht aber, der Umsatz ist gestiegen. Wenn man so aufs Kernprodukt guckt, wenn man auf die Fusion der beiden zusammen guckt, merkt man aber, dass der Umsatz eigentlich in Summe gefallen ist. Und das liegt insbesondere daran, dass man halt da auch wirklich auf Kosteneinsparung geht. Das heißt, man gibt weniger Geld für Content aus, man gibt weniger Geld aus für klassische Mediengestaltung. Man versucht so ein bisschen mehr Geld aus Werbung zu bekommen. Das geht allerdings zurück, weil die Leute einfach weniger vor dem für Werbung ausgeben oder beziehungsweise die Werbegebenden weniger dafür einnehmen können, weil einfach ja, das Werbegeschäft gesunken ist in der aktuellen Zeit und nicht mehr auf den Niveaus liegt, wie es natürlich zur Corona-Zeit der Fall war. Man kann in Summe aber sagen, dass das große Problem halt ist von Warner Bros., dass man ungefähr ja, so ziemlich, man kann es ziemlich genau fokussieren auf so 1,8 Milliarden, 2 Milliarden, die man ausgibt für Zinsen an diesem riesigen Schuldenberg, den man eigentlich mit sich rumschleppt. Und das ist das Problem. Und ich glaube, das ist auch somit das Hauptproblem dieses Kurses. Das heißt, man hat hohe Kosten, man hat hohe Schulden, die man irgendwie abbezahlen muss. Und wir haben jetzt gerade steigende Zinsen. Das heißt, wir haben einfach einen riesigen Cashbetrag, den man für diese 50 Milliarden an Schulden irgendwie ausgeben muss. Und wenn man darauf guckt, dass man 50 Milliarden an Schulden hat, eine Marktkapitalisierung von ungefähr 38 Dollar hat, 36 Milliarden Dollar hat, dann sieht man eigentlich in Summe, dass man mehr Schulden hat, als die Marktkapitalisierung sagt und somit auch einen hohen Enterprise Value hat. Also wenn man nochmal sich den Enterprise Value anguckt,
dann sieht man ja in Summe, das ist das, was jemand für das Unternehmen extern bezahlen müsste. Das heißt, das sind die Schulden plus das, was man an Marktkapitalisierung dafür ausgeben müsste. Und da liegt man natürlich schon deutlich höher. Und das ist auch so ein guter Vergleich. Deswegen sieht man hier unten rechts diesen EW zu Sales-Vergleich, da man diesen Wert gut nehmen kann, um ihn mit anderen Unternehmen zu vergleichen. Und ja, da liegt man bei Warner Brothers ungefähr aktuell bei 3,4. Man lag auch schon mal deutlich tiefer. Wenn man sich aber Netflix zum Beispiel anguckt, die liegen bei 5 und damit deutlich höher. Und das auch, obwohl der Kurs von Netflix jetzt schon dort zu deutlich zurückgekommen ist. Und Das da muss bedeutet man einfach letztlich. sagen, dass man in Summe versucht, ja, über diesen Schuldenabbau, über die Kostenreduktion in so Regionen zu kommen wie Netflix. Man versucht, diesen Streaming-Service weiter auszubauen und währenddessen versucht man aber, dieses klassische lineare Fernsehen irgendwie beizubehalten und daraus Geld abzuschöpfen, das man dann anderweitig nutzen kann. Die große Frage ist jetzt natürlich, ja, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Das ist das, was sich jetzt so zeigen wird. Also wenn man hiervon spricht, ist das eigentlich so ein klassischer Turnaround-Kandidat, wenn man sagt, hey, das ist für mich ganz spannend oder es ist für mich nicht so spannend. Und das sieht man auch, wenn man auf die Pro- und Kontra-Seite blickt. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, dann sehen wir nämlich, dass wir ja einerseits einen positiven Effekt haben, natürlich, dass wir so eine Konglomeratsstruktur haben. Das heißt, wir haben Streaming, das potenziell sehr stark wachsen kann, weil es noch in den Anfängen steckt. Wir haben aber dazu auch klassisches Fernsehen, was ja so ein bisschen die Substanz bildet. Dazu haben wir natürlich aber das Problem, dass genau dieses Konstrukt auch dazu führen kann, dass man halt nicht so agil ist, nicht so schnell adjustieren kann, wie jetzt vielleicht Netflix oder andere Varianten. Dafür hat man natürlich einfach ja, ein breit aufgestellteres Geschäft und somit eigentlich auch ein attraktiveres Geschäft für so Zeiten, in die eher unsicherer sind. Und da ja, kennt ihr das Spiel wieder. Könnt ihr jetzt am Ende, wenn wir die Umfrage starten, euch entscheiden, nehmen wir das mit ins Depot, nehmen wir es nicht mit ins Depot? Ich muss sagen, ich bin da auch ziemlich skeptisch, was das Ganze betrifft. Es ist wirklich die große Frage, ja, schafft man es, diese Umstrukturierung am Ende so zu gestalten, dass daraus ein gutes Geschäftsmodell entsteht oder wird das Ganze wieder weitergegeben? Die einen oder anderen sagen auch, eventuell wird es aufgekauft. Dazu müsste man aber ja doch einen Player haben am Markt, der Lust hat, das Ganze aufzukaufen, der sein eigenes Geschäft in diesem Segment deutlich weiter ausbauen will. Eigentlich sind da so von drei Unternehmen ist da immer so die Rede, entweder Apple, die sie potenziell aufkaufen könnten. Das heißt, wenn Apple TV oder Apple Plus dieses ganze Streaming-Geschäft mal richtig ernst nehmen würde, dann hätte Apple natürlich definitiv genug Cash, um so Aufkäufe zu tätigen. Dann hat man die Amazon-Variante. Das heißt, wenn man Amazon wirklich ja, breiter aufstellen möchte, Amazon Prime breiter aufstellen möchte, dann wäre das auch eine Opportunität. Man muss sagen, HBO Max hat lange Zeit zu Amazon Prime so ein bisschen mit dazugehört. Man hat sich jetzt aber auf der Seite entschieden, das rauszunehmen, um ja den Streaming-Service von Warner Bros. Seite eigenständig zu verkaufen. Vielleicht will man aber von der Amazon-Seite das halt nicht so und möchte es gerne wieder inkludieren. Ja, so als dritter Kandidat steht da so ein bisschen Disney mit auf dem Schirm. Man muss aber sagen, Disney hat so aktuell eigene Probleme und dementsprechend ist es auch schwierig, dass Disney ja finanziell das Ganze einfach stemmen muss, weil man da auch in der letzten Zeit einfach Akquisitionen getätigt hat. Man hat viel Cash ausgegeben. Da muss man einfach gucken, ja, wo die Reise weiterhin geht. Christoph. Genau, ich bin ja auch zur Aktie gekommen über die Abspaltung von AT&T und das ist ja so ein kleiner, also ich glaube so ein, es hatte so ganz grob ein Fünftel des Aktienwerts von AT&T ausgemacht, war bei der Abspaltung ungefähr. Ich habe es nicht mehr genau im Blick. Und ich bin Ziemlich natürlich groß. jetzt auch Genau. gespannt, was da jetzt draus passiert. Wenn ich es richtig verstanden habe, und das ist ja, glaube ich, so die Message, wenn man die Marktkapitalisierung plus die Schulden zusammennimmt, ist es ungefähr dreimal so viel, wie Umsatz gemacht wird in einem Jahr. Das ist also an sich gar nicht mal so falsch, muss aber natürlich, die Profitabilität muss irgendwann kommen, weil ich nehme an, dass bei der Übernahme ist Cash geflossen. Das heißt, es gibt noch so einen Cashberg, den das Unternehmen noch hat, aber jedes Jahr irgendwie 7 Milliarden oder sowas, was es gerade gewesen ist, an Verlust, heißt natürlich, dass der irgendwann aufgebraucht ist. Das heißt, es wird sich ja in den nächsten Jahren auch entscheiden, wo da die Reise noch hingeht oder noch hingehen kann.
Genau, Genau, also man richtig. muss einfach klassisch sehen. Natürlich ist so einem Übernahmejahr immer viel rechts und links. Deswegen sind die Zahlen natürlich nicht ganz so klar und vergleichbar zu lesen wie zu anderen Unternehmen, weil man einfach diese Übernahmekosten hat. Die waren aber bei Konkurrenten teilweise ein bisschen günstiger. Bei Paramount war das Ganze ein bisschen linearer. Man muss sagen, dieses Paramount-Konstrukt gab es aber schon mal. In Summe ist es aber genau, was du sagst. Also man hat eigentlich ziemlich gute Substanz, dafür einen relativ geringen Börsenwert aktuell. Man muss halt diese riesige Schuldenlast, die man doch irgendwie hat, stemmen. Und da muss man halt jetzt einfach irgendwie daraus ein langfristig profitables Business skalieren. Ja, und natürlich schaffen die Substanz, ein profitables Geschäft hinzukriegen. Genau. Nur Substanz hilft Genau. dann auch nicht. Genau. Sehr gut. Gehen wir Sehr gut. weiter. Wir gehen schon mal weiter. Wir haben ja wieder den Start der neuen Earnings Season. Jetzt ist die alte vorbei. Wir hatten ja auch den Abschluss des Depots und der Earnings im letzten Quartal bei uns im Aktienclub sind durch viele Titel gegangen. Jetzt beginnt das Ganze quasi wieder von vorne. Es gibt viele spannende Titel. Es startet mit LVMH. Wir haben Delta Airlines, wir haben Citi, JP Morgan. Das heißt, die Banken starten jetzt auch und das wird natürlich spannend, insbesondere in dem, was im letzten Quartal passiert ist. In Sachen Bankenkrise. Die Ja. Frage ist, wie haben die Großen das jetzt abgefedert? Profitieren sie davon? Legen sie doch irgendwas offen, was auch nicht so gut ist in den Büchern? Das wird sehr spannend, glaube ich, in der laufenden Woche. Zusätzlich, wenn wir auf die Wirtschaftstermine schauen, dann haben wir natürlich Inflationsraten in den USA. Wir haben ziemlich viele Wirtschaftsdaten auch in der Woche. Das heißt, da wird einfach spannend, wie wird sich die Fed am 3. Mai entscheiden, wenn es den nächsten Zinsentscheid gibt. Wir haben einen weiteren Zinsentscheid von der Bank of Canada, wo nicht viel erwartet wird. Wir haben Inflationsrate auch in Deutschland, Erzeugerpreisindexe, also viele Sachen und Momentum in Richtung Preise und da wird sich der Markt bestimmt nochmal adjustieren. Wir haben zusätzlich, wie gesagt, diese Earnings, die anstehen. Da erwartet man eigentlich keine guten Earnings. Man erwartet so einen ja, Earnings-Abfall von ungefähr 7% im Vergleich zum Vorjahr. Und da wird es einfach ja, die große Frage, wie verhält sich jetzt dieses Gesamtkonstrukt der Unternehmen, der Wirtschaft, des Preises und wie wird da die Fed am Ende reagieren? Ja, ziemlich viel Das los die dazu. Woche an Daten, genau. Genau, das dazu der Woche. Wir haben natürlich ja, noch einiges, was so ansteht im Aktienbereich. Wir haben in 2 Wochen wieder die nächste oder 1,5 Wochen die nächste Investmentwerkstatt mit neuen Updates und Käufen, die wir da tätigen werden. Das heißt, wir werden da wieder spannende Titel analysieren und uns angucken. Und zum Ende des Aprils startet auch wieder der nächste Basiskurs. Sehr gut. Das dann. Damit sind wir am Ende. Genau, der Test hat geglückt. Wir haben also tatsächlich dich auch remote heute dazuschalten können. Hat funktioniert. Ansonsten die Umfrage zu Warner Brother Discovery Inc. ist, ich schließe mal die Umfrage, also ja, 8 zu 36 Stimmen, also 18 zu 82%. Ich glaube, das ist ein sehr eindeutiges Ergebnis, dass unsere Clubmitglieder sich noch nicht in die Aktie reintrauen. Auch nicht mit einem kleinen Budget als Turnaround-Kandidaten. Ich glaube, es ist gerechtfertigt, es ist auf alle Fälle ein Risikotitel. Man muss eben an diese Story glauben des Turnarounds und auch an dieses, dass man Warner Bros. Discovery im Streaming-Bereich natürlich da auch die anderen Konkurrenten mit ja, was entgegenzusetzen hat. Und Genau, ich glaube, es wird ganz spannend, das Ganze mal weiter zu verfolgen, mal zu gucken, was passiert da in Zukunft. Definitiv mit viel Risiko verbunden, war von vielen lange Zeit ein sehr angedachter Kandidat als Underdog in Richtung, die werden Netflix und Disney schnell einholen. Das ist definitiv nicht geglückt. Es ist die Frage, was wird jetzt so der langfristige Marathon ergeben? Ich denke, wir werden dazu bald mal wieder ein Update geben. sehr gut. Dann das dann. Bis Vielen Dank und demnächst und euren Clip dann viel Spaß um 11 Uhr im nächsten Termin. Bis dahin. Ciao. bis dann. Ciao, ciao.